Ja, hallo zusammen. Ich liebe ja das kleine Projekt zwischendurch und was man hier jetzt im Vordergrund sieht, das ist ein Bürstensteller und zwar in einer Hochvolt-Variante. Der geht in der Tat bis 40 Volt. Momentan betreibe ich ihn mit 30 Volt. Warum? Nun, ich habe meinen Schlepper, den Johnny, der läuft ja mit 24 Volt intern. Und da habe ich einen Bugstrahlruder, das muss natürlich auch versorgt werden. Und ich habe eine Wasserpumpe. Und das Bugstrahlruder und die Wasserpumpe, beide laufen eigentlich mit 6 Volt Motoren. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig bei einer 24 Volt Bordspannungsversorgung. Deswegen diesen Hochvoltsteller. Und der ist eben auch darauf spezialisiert, das komplett runter zu regeln. Ich mache die Pumpe, die hier angeschlossen ist, mal kurz an. Die läuft mit 6 Volt oder soll mit 6 Volt betrieben werden. Man sieht es da. Läuft also wunderbar, natürlich mit PWM-Frequenz außerhalb des hörbaren Bereiches. Und das Ding kann man eben auch über S-Bus anschließen, so wie das hier gemacht ist. Über den S-Bus-Ausgang dieses R168-Empfängers auf meine Verteilerplatine und von dort dann hierhin. Also mal eine andere Variante für einen kleinen Bürstensteller, der geht etwa bis 4 Ampere, 30 Volt. Genau, viel ist nicht dran, außer dass er eben eine Hochvolt-Variante ist und mit S-Bus wahlweise natürlich auch mit PWM-Input funktioniert.